siehst du, Stefan, in Bremen wirst du auch noch gehört. Ja, hallo, na, das finde ich ja klasse. Wer war denn das eben, wer mich da noch gehört hat? Mike, hau rein. Ah, Max hier, Stefan, Max hier, Santiago, Aral, 1 bis Aral, ja, von Radio 3 bis 4. Ja, und damit ein Herr... Ja, das, der Mike, richtig? Du machst bei mir Santiago 2,5, also 3er blinkt und Radio 4, einmal frei. Na, siehste, das klappt ja wunderbar. Und hier, meine Nachbarstation, den Carsten, kannst du nicht aufnehmen? Der Olaf muss mal übersetzen, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ja. Grüßchen Rossi von mir, von der Decker 615. Man hört vielleicht irgendwie euch, das wird vielleicht zu weit. Wir stehen da auf Rügen, auf Sassnitz ungefähr und ja, das wird ein bisschen zu weit sein, gell, das wird nicht klappen. Schade eben mal, da war ich da aber ein Stück mehr dran, der Lütchenburg ist so die Ecke da. Da war das schon ein bisschen anders. Na gut, okay. Ja, erstmal sind hier natürlich die besten Seelchen darüber gehen und viel Spaß beim Sechsen. Alles klar, bis bald mal wieder, Rossi, tschüss. So, also ist jetzt auch mal Durchkopf Mobil ruft noch. Oh, hier ruft die norddeutsche Kilowattrunde und hier ist der Name. Also da war jetzt hier ein, hier ruft doch das Kap, also noch ein Break. Break war glaube ich sehr gut. Ja, ja, die NDKW, die ruft auch schon wieder. Ja, habe ich auch gehört. Da, uns hat jemand gehört, das ist unglaublich. Achtung, der Fliegerfischer ruft da den Obelix. Obelix, kannst du mich dann auch hören? Ich weiß jetzt nicht, ob der Obelix Olaf Fliegerfisch, ich kann dich da hören. Ja, schönen guten Abend hier aus Herbert Langenberg. Hier hast du den Peter am Mikrofon, Station Fliegenfischer. Wie gesagt, ich stehe hier in Herbert Langenberg. Vielleicht sagt dir der Langenberger Sender was, ja? Leider nicht, aber ich stehe ungefähr 30, 35 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum Hannover. Ich weiß nicht, wie weit das war. Christoph, weißt du in etwa, wie weit die Strecke Herbert Hannover ist auch nicht, ne? Nee, kann ich jetzt nur ungefähr schätzen. Warte mal, von mir aus sind es ungefähr 100. Und bis nach Hannover, also ich schätze mal 150, 160, könnte wohl hinhauen irgendwie. Christoph, stehst du da wieder auf dem Köterberg? Nein, ich bin ja auf so einem Hügel bei mir in der Nähe. Also Richtung Bielefeld da hinten, ja? Ja, mehr so Richtung Lemgo. Richtung Lemgo, okay. Da bin ich allerdings voll mobil, ne, und hab hier gar nichts aufgebaut. Sitze hier im Auto, ja, mit der gewürzten 1000 oben auf meinem Metzhut. QX, mal wieder. Ja, die QX ist auch gehört, genau. Spielt von deiner Seite wunderbar hier rüber, ne, überhaupt kein Problem. Ich lasse direkt die nächste X rein, X kommen. Ja, wunderschönen guten Morgen wieder von der 13 Golf Delta 44 vom Harald aus dem Golfraum Münsterland. Grüß dich, 13 Golf Delta 44. Klappt das von meiner Seite aus zu dir darüber, Harald? Wasser, überhaupt kein Problem. Radio 5? Ja, Radio 4 kann ich dir da auch überschicken, wie gesagt. Wo stehst du da im Münsterland, wenn ich fragen darf, Harald? Ja, ich stehe hier im östlichen Münsterland, ne? Kurz vor Niedersachsen. Kurz vor Niedersachsen? Du machst mich neugierig. Welche Stadt in etwa? Sagen wir mal so, ich kriege so ungefähr 50 Kilometer östlich von Münster. 50 Kilometer östlich von Münster, okay. Ja, da müsste zum Dösskopf ja auch klappen, ne? Ja, ja. Aber ich funke hier nur mit einer Bumerang-Antenne, ne, und bin schon ganz froh, dass du mich hörst. Also mit einer Bumerang-Antenne klappt das von deiner Seite aus Richtung Münsterland, aus Münsterland gut da hinten die Ecke. Ja, die Bumerang-Antenne, die steht aber oben auf dem Antennenmast so in 14 Meter Höhe, ne? Ach,
deshalb. Okay, das hat mich ja schon gewundert. Ja, ich schub dem Obelix nochmal das Mikrofon dazu nach Hannover. Bitte schön, Obelix. Ja, danke schön fürs Mikrofon. Jetzt habe ich gerade mit meinem Kollegen, der mit mir hochgefahren ist, gesprochen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich jetzt dran bin. Ja, da hatte sich gerade eine Station aus Münster mit da reingemeldet. Dann nur jetzt die Station erstmal aus Münster. Ist der Obelix, der geht halt 35 Kilometer südwestlich von Hannover, ca. 300 Meter in Händen. Ja, grüß dich, Obelix, hier von der Station 13 Golf Delta 44 aus dem Großraum Münsterland da. Ich hoffe, du kannst mich aufnehmen. Ja, gutes Radio 5 bringst du hier, kein Thema, super. Ja, guck mal, ich funktioniere nur mit einer Bumerang-Antenne, die fliegt allerdings in wieder höher. Von Hannover bis Schwäbisch Gmünd und Stuttgart und was weiß ich. Totales Chaos. Aber das ist das Geile am Simifunk, das schöne Durcheinander. Ja, das muss man kurz mal mit einem Kanal, oder? Achso, man bringt ganz kurz. Ja, und QS3. Bis hinten dran, für den Jürgen, für den Leo 01. Mal ganz kurz break in die Runde. Ist der Thomas jetzt da? Ist der Bond jetzt hier auf der 15 OSB? Ja, das würde ich ja mal wirklich machen. Da rufe ich nochmal. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 16 vom Eurotruck Simulator 2. Ja, das war jetzt nicht so geplant, dass jetzt der ZB-Funk mir jetzt fast über 5 Minuten lauern tut, aber naja, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, habe ich in der letzten Folge gesagt, sobald CB-Funk sich meldet, also sobald sie reden und funken, werde ich die Klappe halten, damit ihr mal auch mit zuhören könnt, was sie so labern. Ja, wir befinden uns am Arsch der Welt. Wir fahren nach Berlin. Das ist so lahmarschig. Und ja, jetzt habe ich genau das vergessen, was ich sagen wollte, da mir ja der ZB-Funk dazwischen quatschte. Okay, jetzt weiß ich wieder. Und zwar ist es jetzt so, ich werde nur noch freitags abends aufnehmen, weil ich nur einen Abend frei habe, um aufzunehmen, weil ich Samstag dann rendere. Dann gleich hochladen werde, damit ihr die Videos dann in der Woche sehen könnt. Und der Grund, warum es so oft kein Video gab, kann ich euch ganz einfach erklären. Ich hatte mir gedacht, dass ich die letzte Woche schon Videos hochlade, aber leider sind die Videodateien beschädigt. Aus irgendeinem Grund, ich kann es mir nicht beschreiben. Ja, ist sehr ärgerlich, aber wahr. Und es tut mir sehr leid. Und eins will ich jetzt aber doch machen. Und zwar unter Grafikoptionen. Ich habe nämlich auf 125. Wenn ich auf 100. Ich hoffe, Fraps schmeißt mich jetzt hier nicht raus. Weil das wäre jetzt ärgerlich, wenn Fraps mich jetzt rausschmeißen tut, dann gleich alles umsonst. Aber ich glaube, das ist alles okay. Ja, und das jetzt mal so zu erklären. Und zwar, das Radio noch an. Ja. Und zwar, um so zu erklären, ich hatte keine Zeit, weil. Ach, wir fahren am besten, weil sonst langweilig das noch. Es ist so. Ich mache jetzt eine dreijährige Ausbildung als Koch in Rappmannsdorf und da sind die Zeiten sehr beschissen. Ich muss 4.55 Uhr los, bin 6.15 Uhr in Rappmannsdorf und beginne bloß um 6:30 und Ende ist es 3:30, also 9 Stunden. Dafür habe ich Freitag nur bis 13 Uhr. Aber es ist beschissen, das muss ich selber zugeben, weil ich erst abends 5:45 zu Hause bin, also ich bin dann über 12 Stunden unterwegs.
und man ist schon am Ende und will einfach nur nach Hause und pennen gehen, was essen, pennen gehen, fertig. Bleibt einfach nicht mehr die Zeit dafür, Let's Plays in der Woche aufzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich sowieso zurzeit nur noch gerne Euro Truck Simulator 2 fahre, was macht dich hier, Alter? Warum bremst du? Oh, ey, meine Güte. War ich. Okay. Da ich sowieso Euro Truck Simulator 2 sehr gerne spiele, habe ich mir gedacht, einfach mal mit Aufnahme. Weil dann habe ich meinen Spaß und ihr habt natürlich auch euren Spaß, wenn mein Video kommt. Weil ich könnte wetten, viele haben von euch, viele haben gedacht, dass Trainer und TV gar nichts mehr macht an Videos. Habt ihr falsch gedacht, ich mache weiter. Ich versuche, wie möglichst freitagabends aufzunehmen, damit denn die Videos pünktlich in der Woche eintreffen. Falls es mal Probleme geben sollte, werde ich natürlich sofort Bescheid sagen oder sonst was. Es ist so geplant, entweder gibt es Montag bis Freitag Videos oder nur Montag bis Donnerstag. Kann auch sein, dass man nur bis Mittwoch, weil ich weiß ja nicht genau, wie das so ist mit den Rändern und der Zeit, weil, naja, ist halt so. Ja, ich mache eine dreijährige Ausbildung als Koch und mein Traumberuf ist immer noch Lokführer zu werden. Und wenn ich 3 Jahre rum habe, könnte ich vielleicht noch Lokführer werden. Aber ich weiß nicht, man weiß nicht, was in 3 Jahren geschieht. Wer weiß, ob wir in 3 Jahren noch leben. Viele meinen ja immer wieder im Weltuntergang. Daran glaube ich selbst überhaupt nicht. Und ja. Und die Aufnahmen werden immer aktuell sein, weil die letzte Euro Truck Simulator 2 Aufnahme war von April 2013. Das war nicht so schön, aber jetzt sind sie irgendwie in einem aktuellen Zustand und die Aufnahme ist dann höchstens, wenn ihr sie dann per neue Folge anguckt, eine Woche alt, wo ich aufgenommen habe. Ja, ich muss mich korrigieren bei der Folge 15. Ich habe kein 14 GGs Getriebe, ich habe ein 12 GGs Getriebe. Aber ich finde den Truck und die PS sind trotzdem sehr gut und ich finde, er macht sich und das ist das Wichtigste. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es so 1-2 kleine Ruckelchen. Da muss ich euch wirklich sagen, das ist ohne Aufnahme nicht so. Ohne Aufnahme läuft es wie am Schnürchen. Also es gibt keinen Ruckler, nicht mal einen Mini-Ruckler. Es liegt einfach nur an Fraps. Es zieht viel irgendwie. FPS ist 30. Ja. Es tut mir leid, aber es ist manchmal wirklich ärgerlich, wenn das manchmal so ein bisschen ruckelt durch die Aufnahme und ich bitte um Entschuldigung. Weil so ein ich habe zwar einen Gamer-Rechner, das gebe ich zu, aber ich habe jetzt nicht so einen extrem Gamer-Rechner mit 4 GHz. Ich habe nur 3,4 GHz mit Intercore-Signal. Aber ich finde, ohne Aufnahme läuft alles fließend. Call of Duty läuft fließend. Wäre sehr hohe Grafikauflösung. Euro Truck Simulator 2 auch, aber Einsoft wie immer nicht fließend. Das ist OMSI und ich meine, es ist halt OMSI. Da kannst du mit tausenden High-Speed-Gamer-Rechner ankommen. Um sie wirst du die perfekt zum Laufen kriegen bei einer riesengroßen geilen Map. Aber bei OMSI 2 wird das so sein. Darauf freue ich mich auch sehr darüber. Ende Oktober soll es herauskommen. So Anfang November. Weil ich kaufe mir die Box-Version. Ich hole mir nicht die Download-Version, die Box-Version. Weil ich stehe nämlich immer auf Box-Version. Weil
ich weiß nicht, Boxversion finde ich besser. Kann ich das in meine PC-Sammlung drin reinpacken? Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber es hat sich angehört wie ein Wecker. Ich weiß nicht, ob es überhaupt hört. Das bedeutet, die Folge ist schon am Ende. Ja, liebe Leute, mich freut es über Kommentare, über Likes, über alles. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denne.